Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder rein Computer und zwar mit dem Gaming-PC Cyclone X für 4690 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde mir vorgeschlagen von Markus bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir erst zu dem Bild. Das ist das stinknormale Gehäusebild, das ist auch völlig fein, so kann man mitarbeiten. Hier hätten wir auch schon die technischen Daten und zwar das Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi 2 DDR5. Der Z790 Chipsatz, immer noch einer der aktuellsten Chipsätze am Markt für Intel, das passt soweit. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 4 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt und den hier unten könnt ihr halt verwenden für eine Capture Card oder whatever. Was die Anschlüsse angeht, haben wir einen Toslink-Anschluss, Kopfhörer- und Mikrofonanschluss, WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss, zweimal USB 3.1, zweimal USB Typ C, Netzwerkanschluss, sechsmal USB 2.0, viermal USB 3.0 und dann die Onboard-Grafik könnt ihr theoretisch verwenden, ist ja ein K-Prozessor, wäre es ein KF-Prozessor, könnt ihr die nicht benutzen, aber die könnt ihr benutzen, wenn die Grafikkarte abbraucht. Ist ganz praktisch, kommt häufiger mal vor, dass so eine Grafikkarte die Füße hochmacht und dann könnt ihr immer noch die Daten sich ein bisschen YouTube gucken, ein bisschen daddeln, so E-Sports-Titel, das passt. Das ist schon ein geiles Board. Es gibt auch noch Z790E und sowas, aber das ist wirklich gut. Und das kostet 314,99 € bei Altcomputer. Der Prozessor ist ein Intel Core i9 14900K. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, 125 Watt TDP bzw. 253 im Maximum Turbo Power, also wenn er in den Turbo Boost geht. Das Ding ist, wenn man den ungebremst laufen lässt, über 300 Watt ganz easy. Das kriegt auch so eine 360er Wasserkühlung über längere Zeit nicht mehr weggekühlt. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600. 600 MTS, auch hier ganz locker, 6000er, 7000er frisst der normalerweise, wenn es nur zwei Riegel sind. Immer noch mit einer der besten Intel-Prozessoren, die ihr auf dem Markt zu kriegen könnt. Ja, es gibt noch KS und sowas, aber das ist einfach nur sinnbefreit. Jetzt hatte ich in dem letzten Video diese Thematik angesprochen, dass diese Dinger überschnell altern, dass es BIOS-Revisionen gab, pipapo. Kauft es euch ruhig, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde jetzt erstmal die Finger von Intel lassen, aber das muss jeder selber wissen. Da hat auch irgendjemand so einen ellenlangen Kommentar geschrieben, dass das ja gar nicht alle betreffen würde und so weiter. Ey, jeder so wie er mag. Ich habe die Informationen aufgenommen. Für mich ist die 13. und die 14. Generation betroffen gewesen oder immer noch betroffen, je nachdem welche Charge es war. Deswegen, aber müsst ihr selber wissen. Rein von der Leistung her ist der super. Streaming, Zocken, Videoschneiden, Rendern, alles was ihr wollt. Und er kostet 495,14 € beim Einfactory. Die Wasserkühlung ist eine Be Quiet Silent Loop 2 AIO Wasserkühlung 360 mm. Wie der Name schon sagt, 360er Wasserkühlung, jetzt nicht irgendwie mit Schickimicki RGB oder so, aber die reicht erstmal für den Prozessor, wenn er nicht permanent an seiner Grenze betrieben wird. Also wenn er wirklich nur kurz in den Boost geht, dann passt das. Wenn ihr den jetzt, sag ich mal, 5 Minuten da im Cinebench volltretet, dann schafft die das auch nicht mehr. Da kriegt selbst eine 420er Probleme. Da müsst ihr schon irgendwie mit einer Custom-Kühlung ran, eventuell sogar noch den Prozessor köpfen und mit Flüssigmetall dran gehen und so weiter, ihr versteht, was ich meine. Aber rein zum Zocken und so und hier und da mal Video schneiden, das kriegt die weg. Und ich sage es auch nochmal, bei der Wasserkühlung, also die Community ist davon nicht begeistert. Teilweise reden die über Lautstärke oder dass die Leistung nicht so toll ist und solche Geschichten. Deswegen, ich hatte es selber noch nicht da. Ich möchte euch einfach nur sagen, was wir auf dem Discord so lesen. Und die kostet 145,90 € bei computeruniverse.net. Der Arbeitsspeicher ist Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5 6000 MTS CL30 2x16 GB. Da brauche ich gar nicht großartig meckern. 32 Gig ist in Ordnung, reicht auch für jeden Gamer, klar, man hätte jetzt bei dem Preispunkt auch 64 GB reinschmeißen können, wer es braucht, aber eigentlich reichen die aus. 6000 MTS, easy, CL30 auch, easy, RGB-Beleuchtung könnt ihr sogar mit der Asus-Software steuern, wenn ihr das möchtet. Klar, ihr könnt es auch mit IQ steuern, wie ihr wollt. Also es passt, es ist in Ordnung. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt den hier rausgesucht mit AMD Expo, das Ding ist einfach mit Intel XMP, ist es irgendwie bei Geizhals nicht gelistet, aber der funktioniert genauso. Und der kostet 132,68 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 24 GB OC. Ist so ziemlich mit,
einer der teuersten Custom Designs, die ihr euch so holen könnt, von der 4090. Dieses OC hat gar nicht so viel zu sagen. Die meisten Grafikkarten haben dann, weiß ich nicht, 3% mehr Leistung oder so. Kann man vernachlässigen. Aber wir haben sie jetzt natürlich reingepackt, sonst wird der Preispunkt nicht stimmen. Ist auch eine geile Grafikkarte. Ist die stärkste am Markt, immer noch. Und wem das Design gefällt, das passt natürlich dann auch zu dem Asus Board und die ganzen Sachen, die da so drin sind. Ja, von mir aus. Den FPS ist dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 2169 Euro bei computeruniverse.net. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 1200 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und Vollmodular, hat halt 1200 Watt. Schon den neuen Stecker mit dabei für halt die Nvidia Grafikkarten, den 12 Volt High Power Anschluss. Ja, ist in Ordnung. Von der Leistung her reicht das auch ganz dicke. Eine Thematik muss ich aber ansprechen. Dieser EPS-Stecker, also der Stromanschluss von der CPU, der ist sehr, sehr kurz. Also das Kabel ist sehr kurz. Wenn ihr ein großes Gehäuse habt, was hier der Fall ist, dann wird das sehr, sehr eng. Deswegen holt euch irgendwelche Extensions oder so. Ich glaube, hier sind sogar Extensions mit dabei, damit ihr damit besser arbeiten könnt. Sonst fummelt ihr euch da einen zurecht, falls ihr selber baut. Wenn ihr den jetzt fertig kauft, ist wurscht. Und das kostet 179,88 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Shadowbase 800 FX Black. Das hatten wir jetzt vor kurzem schon mal, das Gehäuse. Das bringt drei Lüfter in der Front mit 140 mm und einen im Heck 140 mm, die auch RGB beleuchtet sind. Da finde ich es jetzt ein bisschen schade, dass sie von der Wasserkühlung nicht auch die RGB beleuchtete Variante genommen haben, weil das passt halt einfach gut zusammen. Es ist ein geiles Case. Es ist riesig, hat eine Mesh-Front, genug Luftdurchsatz, qualitativ sehr, sehr geil. Macht auch Spaß drin zu bauen, wenn man selber baut. Aber ja, kann ich überhaupt nicht meckern. Und da müsst ihr auch keine Angst haben, dass eine Grafikkarte nicht reinpasst, weil ihr könnt hier Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 430 mm einbauen. Zum Vergleich, die Grafikkarte, die hier drin ist, die 4090 Strix, schon eine der größten Karten sowieso, hat knapp 360 mm. Also habt ihr noch Luft. Und das kostet 176,89 Euro bei csvdirekt.de oder Mindfactory. Die Festplatte ist eine Samsung 990 Pro 4 TB M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Samsung natürlich. Saugeil, 4 TB passt super bei dem Preispunkt, finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Ja, es gibt Systeme, da ist nur 1 TB drin oder 500 GB, habe ich alle schon gesehen. Hier haben sie drauf geachtet. Die Geschwindigkeit ist Wahnsinn, erwartet man für den Preis aber auch. Ist keine PCI Express 5 SSD, braucht ihr auch nicht. Also erstmal noch nicht, man weiß ja nicht, was in Zukunft so kommt. Aber saugeil, passt. Und die kostet auch stolze 281,89 Euro bei Mindfactory. Jetzt haben wir hier noch so ein Cable-Kit. Das sind sozusagen die Kabel, die vorne zu sehen sind. Also die Grafikkartenkabel, das Mainboard-Kabel und dementsprechend noch der EPS-Stecker. Wobei mit der Wasserkühlung oben drin sieht man den wahrscheinlich nicht. Aber die sind halt dabei. Das Kabel fürs Mainboard kostet 13,92 Euro. Der EPS-Stecker kostet 7,85 Euro. Der ist zweimal mit dabei natürlich. Und das Kabel für den 12-Volt High-Power-Anschluss kostet 14,49 Euro. Eine Besonderheit haben wir hier noch. Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste. Ja, schön, dass sie es auflisten, dass da nicht irgendeine draufgeklatscht wird. Bei der BeQuiet Wasserkühlung ist ja auch eine mit dabei, aber die nehmen sie gar nicht erst. Die nehmen die von Noctua. Und da kostet eine 3,5 Gramm Tube 8,09 Euro. Ihr schmiert da circa ein Gramm drauf. Also könnt das jetzt dreimal einsetzen, könnt ihr durch drei teilen. Aber bei dem Preispunkt eh egal. Ich will es nur in der Liste drin haben. Und da wären wir auch schon mit dem Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und eben diese Sleeve Power Cables. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 3.948,57 Euro. Und das System kostet 4.690 Euro. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von ca. 740 Euro. Die Thematik ist, von der Konfiguration her, echt ein sauberes System. Kann ich gar nicht meckern. Der RAM stimmt, das Board stimmt, alles fein. Sind natürlich teure Komponenten, brauchen wir nicht drüber reden. Ich finde den Aufpreis trotzdem happig. Wenn man das jetzt runterbricht so ein bisschen auf prozentuale Werte, dann liegt man da irgendwo bei 17 oder 18% für einen Aufpreis. Das ist immer noch viel, ja. Es ist aber keine Riesenabzocke. Es ist zu viel, ja. Stimmt. Ich habe auch eine Alternative, sind genau die gleichen Sachen drin, bis auf das Netzteil, zeige ich euch gleich. Ja, ist leider ein bisschen viel. Hätte da jetzt 4.300 gestanden. Oder 4.400 von mir aus, weil die Grafikkartenpreise machen ja auch Sprünge, zeige ich euch gleich noch bei der speziellen Grafikkarte. Hätte ich noch gesagt, ja, why not, ne? Aber 4.690... Ja, das hab ich. Da das jetzt ein etwas spezielleres System ist, habe ich das jetzt einfach mal direkt angefragt bei MyPC. Die machen jetzt auch keinen speziellen PC-Check-Preis oder so, halt einfach so eingepreist wie andere Systeme auch auf der Homepage. Könnt ihr auch selber vergleichen. Da sind 1:1 die Komponenten drin, bis auf das Netzteil. Und das System kostet 4.249,99 Euro. Ihr seht hier schon, die Grafikkarte ist auch festgeschrieben. Ist auch die ROG Strix-Karte. Wir haben einen 14.900 KF. Okay, das sehe ich jetzt gerade erst, warum sie nicht den K genommen haben, sondern den KF.
verstehe ich nicht ganz, ist halt ohne integrierte Grafikeinheit, ist für euch erstmal egal. Da habt ihr aber halt diesen Vorteil weg, wenn die Grafikkarte mal kaputt geht, könnt ihr kein Bild mehr ziehen, ist dann doof. Egal, die Wasserkühlung ist die gleiche. Der Arbeitsspeicher ist der gleiche, das brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen, ist alles gleich, bis auf das Netzteil. Vorteil an der ganzen Nummer ist, das hat jetzt auch 12 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung, ATX 3.0 Zertifizierung, vollmodular, pipapo, alles fein. Hier sind gesleevte Kabel schon dabei. Das heißt, man spart sich diese Extensions bzw. die getauschten Kabel sozusagen weg bei BeQuiet. Ihr seht selber, die sind hier sleeved, also das kann man sich halt schenken. Dann schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Hier ist Windows mit dabei. Bei dem anderen System habe ich das so rausgelesen, dass es vorinstalliert ist, aber ohne Key. Hier ist ein Key mit dabei, deswegen ist es jetzt halt auch in der Liste. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.917,57 Euro. Und das Ding kostet halt 4.249,99 €. Da seid ihr jetzt bei bummelig 300 Euro Aufpreis. Das liest sich schon schöner als der für 740. Und es ist halt fast 1 zu 1 der gleiche PC. Außer, dass es jetzt ein KF-Prozessor geworden ist und ein anderes Netzteil drin ist. Leistungsverlust bei KF habt ihr sowieso nicht beim Zocken und von daher, ja, Latte. Und nur mal, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, dass halt Windows vorinstalliert ist, nur ohne Key. Ohne Betriebssystem 29 Euro runter. Wenn ihr dann Windows 10 wollt, mit Key kostet es 39 Euro oder Windows 11 mit Key kostet halt 49 Euro. Deswegen bin ich auf diesen Gedanken gekommen, dass halt Windows vorinstallieren, aber nicht aktivieren. Aber ja, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, konfigurationstechnisch, geiles System. Ist leider nur ein bisschen teuer. MyPC-Alternative, fast das gleiche System, halt deutlich billiger im Aufpreis. Ich verlinke euch alle Systeme natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Geizhalslisten. Die könnt ihr taggleich auch vergleichen. Genau, Geizhalsliste. Ich wollte euch noch die Preissprünge eben zeigen von der Grafikkarte. Wenn wir uns alleine jetzt mal die letzten drei Monate anschauen. Die lag mal hier so bei 2031, auch mal unter 2000 tatsächlich, eine ganze Zeit lang sogar. Und auf einmal macht die hier Sprünge 2200, fast 2300, hier oben fast 2400 und jetzt dödelt die wieder so bei 2200 knapp rum. Es ist Wahnsinn. Aber bei 740 Euro Aufpreis, selbst das federt das nicht ab. Nur, dass ihr da halt Bescheid wisst. Ne? Aber Fazit bleibt gleich. Der ist ein bisschen teuer, Alternative, fast das gleiche System. Da würde ich eher die Alternative nehmen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand die Alternative kaufen wird. Ich wollte es euch nur mal zeigen, was möglich wäre. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.